Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Heute Salt and Sacrifice, ich glaube der zweite Ableger. Davor gab es ja schon Salt and Sanctuary oder Salt and irgendein anderes auf jeden Fall. Und ich bin richtig gespannt jetzt nach Elden Ring, was mir dieses 2D Souls-like geben kann. Deswegen gehen wir mal direkt zusammen rein. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil nicht gespielt. Ich bin also kompletter Noob, so wie ich sowieso immer in Souls-Spielen bin. Und deswegen, lesbarer Fond, was ist das denn? Auf? Aus? Ah, guck mal, hier können wir einmal den Fond ändern. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, Skala, bla bla. Ton können wir so lassen. Blut ist auf jeden Fall an, aber auf? Wieso nicht an? Okay. Spielmarkierung nur Koop, Fernkampfmodus Standard, Deutsch, Vibration auf. Und da ist wahrscheinlich Online-Game. Okay, dann würde ich sagen, neues Spiel. Okay, wir heißen Sweet Lou. Bestätigen. Name haben wir, klasse. Oh. Gibt es hier irgendwie auch Stats? Kann ich Stats sehen? Kleriker, Kämpfer, Duellant, Hochklinge, Paladin, Grenzer, Weiser. Paladin sieht schon mächtig aus, ne? Ich habe leider von Items gar keine Ahnung. 2D kann ich mir vorstellen, dass Bogen auch gut ist, aber ich brauche auf jeden Fall, also ich glaube Schild und Schwert ist schon gut. Ich glaube, ich nehme Paladin. Verbrechen. Okay, das ist dann hier der Segen, den man bekommt. Ich mache das Game ein bisschen leiser, ist schon ein bisschen laut, finde ich. So. Alchemie, Brandstiftung, Blasphemie, Straßenraub, Trunkenheit, Fälschung, Häresie. Oh, ich glaube, das ist bestimmt was Gutes. Unzucht. Schmuggel. Verschwendung. Wucher. Landstreicherei. Ich glaube, ich nehme den Schmuggel. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Wir nehmen den Schmuggel. Körpertyp männlich. Vorfahren. Oha. Okay, das ist nur Aussehen. Nehmen wir mal den. Augenfarbe kann für mich blau bleiben. Haare. Ich kann ihn nicht drehen oder so. Was es hier so gibt. Waisenkuppel. Ja, so viel, was das hier geschickt, gesalbt. Ich kann halt nichts von hinten sehen, wenn wir hier. Wohl. Hasenknoten fand ich schon ganz cool. Komm hier, Hasenknoten. Haarfarbe, Kaffee muss so. Aschblond. Ah, komm hier mal Platin. Oh, Schnurrbart. Na komm, buschig, let's go. So. Augenbrauenfarbe. Auch Platin. Hallo Manni, ja, ich kann dir noch nicht sagen, wie das Spiel ist. Ich starte es gerade erst. Und ja, das ist neu. Ist, glaube ich, heute rausgekommen. Das ist wie Elden Ring, nur in 2D. Okay. Nur um Magier zu jagen. Wir reiten auf einem Hirsch. Danke dir. Schauen wir mal. Okay, man kann sich so bewegen. Okay, ich wäre wohl gefangen. Und jetzt bin ich wieder frei. Ausrüstungsmenü. Sack über den Kopf. Dolch, Schild und Schwert. Rüstung, ich kann zwei, vielleicht fünf Ringe tragen. Munition, Wurfaxt. Okay. L1 wäre Wurfaxt. Was R1? Nix.
Ausrüstung wechseln? Ich will gar keine Ausrüstung wechseln. Mach ich den vielleicht? So. Bewegen. Gedrückt halten ist Sport. Man kann auch einmal nur drücken. Okay. So rollt man. Ich weiß nicht, wie gut Rollen hier ist. Und blocken. Okay. Mana ist direkt mal ein Problem. Anvisieren kann man, glaube ich, nicht. Wie komme ich da hin? Okay. L1 bereit machen. Zielen. Feuern. Okay, okay, man kann auch mit L zielen. Ich dachte jetzt mit R. Okay. Okay, ich habe ihn einmal getroffen, da kommt er wieder. Wirf. Nein, drüber! Scheiße, ich nehme ganz schön viel Schaden. Okay, man kann auch springen. Und wie heile ich mich? Okay. Wollte ich hier runter überhaupt? Oh, man kann auch Wandsprung machen. Ich glaube, das ist neu. Ach du Scheiße! Richtig Souls, like direkt ein Boss. Oha, ich bin fast direkt tot. Ich glaube, das ist echt Souls, like direkt. Man muss hier sterben. Obliterated. Ich habe auch gesehen, oben kam direkt so eine kleine blaue Leiste. Ist halt so ein bisschen oldschool, dass dann mein Leben ein bisschen weniger ist, ne? Magia Banritos. Balael persönlich muss über dich gewacht haben, als du diesem Biest im Wald begegnet bist. Es war pures Glück, dass der Stallhelfer Breen in der Nähe war. Okay. Ablassendertal. Mhm. Kräuterfrau Schenner. Der Inquisition hier im Ablassendertal. Kräutlingsfläschchen. Okay, damit kann man sich wahrscheinlich heilen, ne? Magie, ich bin verlassen. Brauche ich alles nicht. Ich bin Souls Veteran. Mit Steuerkreuz unten mache ich anscheinend Gesten. Steuerkreuz oben kann man Waffe wechseln. Ist ungewöhnlich, dass man halt mit Viereck und Dreieck angreift. Ist das das Einzige hier im Tal? Okay, dann gehen wir hier runter. Ah ne, hier ist noch mehr. Bei Tarunans Händen, du bist wach. Aha. Zerschmied Zakiel. Zack. Okay. Du findest sie im Westen. Einfach die Treppe hinunter. Ah, guck mal, hier kann man Ausrüstung verstärken. Was gibt's denn hier so? Asch, Pyrium brauche ich. Ich habe noch nichts gesehen. Was ist unten links denn? Ich hoffe, das unten links wird noch erklären. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das ist. Kommt man da nicht hoch? Safe kommt man da hoch, oder? Hm. Okay, ich mache 11 Schaden. Schon mal gut zu wissen.
Ich finde es schade, dass es nicht vertont ist, bin ich ehrlich. Bin ich ein bisschen verwöhnt von Souls-Spielen. Okay, ich muss sofort zu Aschenflug aufbrechen. Dafür muss ich aber wieder mit noch irgendjemand anderen sprechen. Katatris? Okay, wir sollen jetzt weiter nach Westen. Hier ist mein Lager. Gehen erstmal hier links. Oh, es geht auch. Jägerwerkzeug verbessern. Aha. Okay. Wer bist du? Trister. Kräuterpilze und Mineralien. Ah, okay. Okay. Vielleicht war das hier gerade Heilung. Kann das sein, dass es Heilung ist? Ja, es ist Heilung, ne? Wie setze ich Heilung eigentlich ein? Mir, glaube ich, nicht gesagt. Was gibt's hier? Gesperrt. Okay. Rennen kostet auch. Oh, hier unten. Talgkräuter und Irona-Erz. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist das hier direkt so ein Dungeon? Sieht fast so aus, ne? Noch mehr Erz. Okay, wo bin ich jetzt? Koop-Tafel. Das werden wir gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. Bist du? Nein. Nein, geh weg. Wer bist du? Okay. Reise nach Aschenflug. Und tritt in das Licht. Runen festlegen. Ah, hier kann ich dann entscheiden, wo ich hinfliegen will. Wahrscheinlich kann man hier auch jetzt schon irgendein anderes Runenwort machen. Und direkt ins Endgebiet oder so. Kann das sein? Was ist das? Das ist gesperrt. Bisschen viel Input gerade. Ah, guck mal, hier. Hier wäre ich ja sowieso hingekommen, ne? Wenn ich da lang gegangen wäre. Nicht wahr? Naja, von da bin ich ja eben gekommen. Bin ich einen kleinen Umweg gelaufen. Hier ist noch eine Truhe. Brandbombe. Okay. Ah, mit R1 benutze ich die. Mit R1 benutzt man Items. Wer bist du? Levelaufstieg. Fertigkeit. Oha. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein riesen Skilltree? Levelaufstieg. Zu wenig Salz. Okay, es heißt Salz, deswegen Salt and Sanctuary. Was ist das da am Baum? Will ich das? Krieg ich nicht. Oh, es gibt Fallschaden. Aber gibt es auch sowas wie ein Leuchtfeuer, wo ich mich jetzt wieder hochheilen kann? Das wäre noch gut. Noch ein Typ. Stallhelfer Breen. Der hatte mich gefunden, aber wie oder was? Ist noch eine Truhe. Schuldloser Splitter. Okay. Oh, was mit dir? Okay. Leuchtfeuer gibt's.
anscheinend, also gibt's vielleicht, habe ich bisher noch nicht gefunden. Sprechen wir mit ihr. Ach, kann man nicht. Auch gesperrt. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Okay, Lager abgegrast. Ja, ich glaube, dann können wir ins Portal, oder? Korbtafel nochmal schauen. Ah, das ist Schlüsselcode, dann kann ich nur mit bestimmten Leuten. Und tritt ins Portal. Runenkorb festlegen. Akzeptieren. Details. Vernichtung. Ich sah Szenen des Chaos und der Zerstörung in Aschenflug. Doch seither hat eine stille Trostlosigkeit den Ort fest im Griff. Die einst hoffnungsvolle Handelsstadt ist nun ein verderbtes Schlachtfeld. Okay, und jetzt kann man hier Portal betreten. Ah, okay. Ich habe Munition bekommen und Kräutlingsflasche. Ah, hier, Obelisk, das ist sowas. Okay, zurück zum Lager. Ausruhen, Dinges füllen. Hinterhalt vorwärts. Talkräuter. Ich gehe einfach drauf, oder? Mana ist echt gerade. Also, ich hoffe, die Mana kann man noch erhöhen. Boah, dass man vielleicht weniger verbraucht. Ist gerade noch ein bisschen viel, finde ich. Also, wenig. Was ich habe. Oha. Oh oh. Nein! Ah! Okay, ich muss mich. Was macht eine Blutbeere? Was machen die ganzen Items? Ich gehe erstmal oben lang. Wer mich von da angreifen will, der Sack. Ich müsste vielleicht mehr mit dem Schild auch arbeiten, ne? Okay, 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 okay. Da, hier gibt's auch Fallen. Fuck. Okay, kann ich mein Salz jetzt wieder aufsammeln? Das ist the question. Ah, die Steuerung ist halt komplett anders als. Ah, hier war mein Salz. Und links ist anscheinend das Salz. Die Steuerung ist halt komplett anders als in Souls. Kann ich das vielleicht ändern? Eingabe konfigurieren. Soll ich alles auf Souls umändern? Das ist die Frage, ne? Was heißt denn das hier? Spurten. Gegenstand benutzen. Fernwaffe. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich will das nicht alles umändern. Ah, das zieht mir auch was ab. Komm, jetzt diesmal schaffe ich euch. In den Kopf. Die Frage, wie mache ich das hier? Springt. Ah, man, da ist so ein Auslöser. Guck mal, man sieht es sogar.
mein. Aber das ist so typisch Souls-like, ne? Du lernst. Man lernt sofort. Und man ist auch mit dem Schild langsamer. Henkerhammer. Schuldloser Splitter. So, man darf nicht einfach runterspringen, weil dann ist man tot. Hallo. Okay, hier geht's nicht weiter. Da ging es ja links weiter, nee, ne? Nope. Oh. Noch fast reingelaufen. Viele Sackgassen aktuell noch. Finde ich ganz gut, weil Roguelikes mag ich eigentlich nicht so. Ich sollte aber auf jeden Fall mal eben gucken, was ich hier für Waffen habe. Was ich hier habe. Brandbombe. Was kannst du, Blutbeere? Ist hier, um deine geringe Gesundheit zu regenerieren? Splitter ausgerüstet, reinigen. Magiezeichnung zu reinigen. Okay. Ah, das ist oben bestimmt das Blaue, oder? Ich glaube, das mache ich mal, oder? Ja, das ist es. Okay, gut zu wissen. Und Blutbeere heilt mich. Ein bisschen. Okay, gut. Ja, hier in die Höhle. Ich finde es gut, dass man hier halt immer alles sehen kann. Ist kein noch nicht dunkel oder sowas. Ich wusste, dass das ein Gegner ist. Ich weiß nicht, wie ich die hier verwenden soll am besten. Oh, das ist mies. Ich habe auch nicht so viel und das kostet übel mehr. Oh! Den Sprung von dem gesehen? Ich glaube einfach drauf. Ist am besten. Bei diesen kleinen Viechern. Ah, ich finde es aber gut, man kann hier ausweichen. Oh. Ich bin mal nochmal eine Beere. Irona Erz. Let's go. Oh. Oh, will ich hier runter? Scheiße, will ich hier runter? Ja, will ich. Oh. Nein! Scheiße, ich treffe den nicht. Ja, jetzt. Nein. Egal, drauf. Ich glaube, das ist der erste gute Gegner. Kann ich den schießen? Kommt der angerannt, Alter. Bitte, der kommt hier. Der kommt hier hoch, ich wusste es. Mana ist echt ein Problem. Direkt hier unten rein. Und dann hol mir mein Zeug wieder. Ja. Guck mal, Ressourcen regen. Also, ich weiß nicht, ob ich sie verliere. Auf jeden Fall
kommen die wieder. Das ist ja nicht schlecht. Ich nehme mal nochmal so ein. Blutbeere habe ich nicht mehr. Ich will einfach meinen Salz zurück. Ich versuche einfach an ihm vorbeizulaufen. Vielleicht geht das ja hier auch. Ja, es geht anscheinend. Ich kann einfach an ihm vorbeilaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Die mit dem Bogen, die sind aber fies. Nochmal ein Splitter. Kiste. Graumoos-Sümpfe. Okay, hier scheint nichts mehr zu geben. Was heißt denn eigentlich diese Leiste da unten? Heißt das, wenn ich die voll habe, könnte ich leveln? Oder was heißt das? Da, von da komme ich. Aha! Wir machen das mal, weil ich will wissen, ob ich hier jetzt direkt hinreisen kann. Oder ob ich immer wieder vom Startpunkt quasi starten muss. So, wo war denn das mit dem Level? Und muss ich jedes Mal wieder hier hochlatschen zum Leveln oder was? Okay. Levelaufstieg, Levelaufstieg. Zu wenig Salz. Preis 400, ich habe dran. Also tatsächlich unten, wenn die Leiste voll ist. Das heißt, man kann Level aufsteigen. Okay. Und hier Fertigkeit. Also hier kriege ich wahrscheinlich pro Level 1 einfach, ne? Okay, gut zu wissen. Ist die nächste Frage. Ob ich von dem Portal aus direkt zum zweiten Obelisken komme. Ne, es gibt nur Aschenflug. Okay, gut zu wissen. Jetzt könnte ich mal versuchen, ob man durchrennen kann. Oder kann ich von hier aus vielleicht woanders hin? Ne. Okay, dann erstmal gehe ich hier rechts. Ah, da ist nochmal so ein Ding. Okay. Gibt's nix. Dann werde ich jetzt mal versuchen, durchzurennen, ob das geht. Das geht gar nicht. Weil man kann nicht durch sie durchrennen. Man kann nicht durch sie durchrennen. Ich überlege, ob ich jetzt mal eben 400 Salz mache. Und dann leveln gehe. Okay. Wie viel gibt denn so einer? Gar nichts? Warte, geben die, die ich schon besiegt habe, gar nichts? Doch. 362? Komm, jetzt mache ich eben voll. Wie viel gibt der? 12. Sollte reichen, oder? 94? 400, perfekt. Ach guck mal, das Ding, ich kann da bestimmt später was dran werfen. So eine Leine und dann komme ich da rüber. Bestimmt. So, und jetzt kann ich leveln. Das probieren wir eben aus. Was ist denn L2? Ich glaube,
Also ich weiß nicht, was ist bei, was ist über L2 für eine Anzeige, die die ganze Zeit langsam runtergeht? Ach, ich habe irgendeinen Segen oder so, ne? Kann das sein? Hab ich irgendeinen Segen vielleicht? Muss man jetzt jedes Mal zurück ins Lager zum Level? Wirklich? Und ich will nochmal zum Schmied. Levelaufstieg, Levelaufstieg. Ich kann irgendwie nur Gesundheit hochmachen? Hä? Zuweisen, ja. Ich kann nichts machen, nur zuweisen. Info? Das wird also automatisch gemacht. Kann das also nicht selber zuweisen. Okay. Ja, ich kann ja nichts anderes machen. Nächste kostet 420. So, habe ich jetzt hier auch einen? Oh, guck mal, ich habe hier auch was. Was pulsiert denn hier so? Trage leichte Rüstung Klasse 1. Erhalte einen Punkt auf Stehvermögen. Dein Stehvermögen bestimmt, wie viel Ausrüstung du maximal tragen kannst. Ah, guck mal, da kann ich vergrößern. Alter, ist das Ding groß. Und auf X kann ich verbessern. Klassenfähigkeit. Lebenskraft. Deine Lebenskraft bestimmt deine maximalen Trefferpunkte. Ja, das habe ich ja schon. Okay, doki. Stärke verstärkt deine Angriffe. Ach, guck mal, kriege ich plus 1 Stärke. Macht meinen Angriff um 0,1 stärker. Geschicklichkeit geht auch. Nochmal Stärke. Verbesserte Stärke. Aber ich denke mal, nur die Lilanen kann ich nehmen. Ja, nur die Lilanen, die so pulsieren, kann man machen. Überzeugung, verschiedene Waffen von Überzeugung abhängig sind. Auch Überzeugung. Stehvermögen erhöht sich um 1. Oh, es gibt plus 2. Plus 2 tragen. Also wären schon mal 10% plus. Was gibt's noch? Ist das alles? Stärke, Stehvermögen. Wahrscheinlich gibt es auch noch in verschiedene Richtungen noch. Builds, wo es Sinn macht hinzugehen. Guck mal, was das hier Sense, Nahkampf. War schwierig, ja. Ich habe ja keine Ahnung. Großhammer will ich nicht spielen. Okay, meine Lebenskraft. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier hin. Okay, tragen 24. Okay. Würde ich noch einmal zum Schmied gehen und den abchecken. Nicht hier oben irgendwo. Ausrüstung. Geht nix. Ausrüstung verstärken. Guck mal, Aschfirium habe ich doch schon. Rüstung kann ich alles verbessern. Meine Waffe sogar auch. Würde direkt 0,6 mehr Schaden geben. Und den meinen Bogen kann ich auch verbessern. Würde auch richtig Schaden dazugeben. Mach ich auch. Okay. Wofür diese ganzen Ironen sind und sowas, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hier irgendwann mit Magie. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Ja, zurück zur Aschenflug, oder wie das hieß.
Drohnen. Let's go. Talgkräuter. Ich muss mal kurz. Was machen denn Talgkräuter eigentlich? Okay, das ist jetzt nur mein. Bronzener Kerzenlöcher. Löcher. Bricht jede aktive Gruppenjagd. Okay. Ich will eine Blutbeere. Goldene Kerze. Was macht das? Auch ein Mehrspieler. Die suchen nach Operateur ein. Soll ich das mal machen? Einen Verbündeten suchen? Hier ist Gepäck. Spielerverbindung wird hergestellt. 04720 ist eingetroffen. Okay. Mehr Spieler. Oh, wie sieht der denn aus? Was geht ab? Zero 4720. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du kannst. Mach die mal weg. One hit. Let's go. Also Mehrspieler sehr, sehr unkompliziert, Leute. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die Gegner mehr Leben haben oder mehr Schaden machen. Mehr Schaden eigentlich nicht, wenn überhaupt mehr Leben. Oha, der hat die einfach gewonnen. Oh, der hat ein bisschen Schaden kassiert. Das glaubt, ich könnte hier lang. Digga, ich habe das Spiel gerade runtergeladen. Du erwartest zu viel von mir. Ich glaube, wir müssen durch die Höhle, mein Jutz da. Oh, zwei mehr Schaden mache ich. Da hat sich das Hochleveln, also meine Waffe verstärkt. Oh, wie macht er das denn? Ah, mit Dreieck. Geil. Hui. Ich bin voll gespannt, ob er den einen killt. Diesen einen starken killen kann. Oder ob er ihn überhaupt killt. Okay, ich glaube, die haben schon mehr Leben. Ich hatte eben nur drei gebraucht. Ey. Na okay, aber den Dicken nicht killen. Er rennt einfach durch. Ausruhen. Kann man auch zu zweit machen, das ist cool. Ah, hier ist ein Boss. Zum Glück bin ich hier nicht weitergegangen. Mach den weg, mein Bester. Oh, oh, oh. Wie mach ich? Ah, ich. Schild, Schild, Schild. Na! Schild und dann heilen. Lass mich weg hier. Heilen. Dort. Wie gibt der? 1000! Der Champion. Aspirium und gravierte Kiste. Spieler ist fort, okay. Chillig. Das ist bestimmt hier, wenn man da oben, wenn man so ein bestimmtes Item hat, kommt man da weiter. Safe, safe. Bestimmt kriegt man das jetzt auch. Ich habe 1000. Nee, ich will hier nicht. Wie komme ich zurück? Gar nicht. Ah, das ist er doch, so ein Enterhaken. Kletterhaken. X und dann R2. Ah, wieso R2?
Geliebter Götze. Oh oh. Ah, wenn man das verkackte, dann ist man auch, glaube ich, tot. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das könnte ich hier weiter. Das mache ich mal. Ist nochmal ein Obelisk. Ich würde es gerne leveln. Das muss ich sagen, nervt mich ein bisschen. Das ist bestimmt eine Abkürzung für später. Dass ich will ja jetzt nicht von Aschenflug da wieder los. Kratersteinmine. Ich habe jetzt gar keinen Bock zu sterben. Da ist ein Gegner. Ein Gegner, den schaffe ich. Hier muss nur eine Falle kommen oder so, dann bin ich halt tot, ne? Da oben ist wieder ein Dicker. Ich gehe erstmal zurück. Ach, guck mal hier. Da ist ja doch direkt die Abkürzung. Ey, tut mir leid, ich gehe erstmal zurück. Ich kann voll leveln. Wenn ich den ganzen Weg wieder latschen muss, dann ist das halt so. So, ab zum Leveln. Ich weiß immer nicht, was diese Talgkräuter macht, aber okay. Was das macht, weiß ich auch nicht. Levelaufstieg. Boah, ich kann direkt zwei. Aber man kriegt immer nur Leben irgendwie. Und zwei schwarzer Sternstein. So, wo habe ich das letzte Mal gelevelt hier, ne? Was gibt es denn jetzt hier? Überzeugung, ein Punkt. Stehvermögen, ein Punkt. Macht Tragen auf 24. Ich mache mal das Leben. Entschlossenheit gibt mehr Fokus. Was macht denn Fokus? Was macht denn Fokus? Vielleicht ist das irgendein magischer Skill oder so. Molch. Ich gehe da mal lang. Why not? Aha, jetzt kommt man hier auch hoch. Ist das so ein bisschen schnellerer Weg oder? Keine Ahnung. Okay. Au. Ich gehe nochmal zu Aschenflug. Da war ja auch direkt so ein Ding zum Greifen. Aschenflug. Let's go. Na, hier rechts, oder war das doch? Hey, du da. Ja, bin ich.
Okay, machen wir das mal. Tödliches Feuer. Beginn. Verschlinge Azan Tin. Aus Kongo zu bauen. Verschlinge sein Herz. Okay. Okay, man muss hier irgendwelche Magier killen? Oder wie? Ist er das? Oder? Bloß ist der, ne? Boah, das bisschen Schaden mehr, das bringt schon was. Ausruhen brauche ich nicht. Okay, er ist glaube ich, da ist er. Let's go. Drauf, drauf, drauf. Ich glaube, jetzt ist er nach unten gegangen. Sieht man immer, da ist so ein Zeichen dafür. Am Mana habe ich ein bisschen Probleme aktuell mit. Das finde ich ein bisschen schwierig. Danke. Okay, der Magier ist da. Gehe ich da mal hin. Ich heile mich einmal. Da ist er. Heilen. Ich weiß nicht, ob man ihn besiegen muss oder ihn einfach verfolgen muss. Da ist er schon wieder. Ich habe echt Mana-Probleme, wenn ich so drauf kloppe. Ist die Mana so schnell leer. Ach, guck mal, hier war ich doch eben. Azantin, der nie endende Zorn. Heilen. Heilen dauert echt lang und ich habe so wenig Mana wieder. Aber der hat schon gar nicht mehr so viel Leben. Und der macht auch nicht viel Schaden. Das kriege ich hin. Glaube ich. Müssen wir eben heilen. Ich kann auch Fernkampf machen. Auf ihn. Ey, man muss echt aufpassen mit der Mana. Schon wieder kein Mana. Dauert tot. Komm, 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 noch ein Schlag. Heil dich. Hab ihn. Wir haben einen geschwächten Magier. Der Mage Devot. Ich habe da ganz viel Zeug bekommen. Meine Wut unterdrückt. Okay.
Ein Dessert, Terlunge, Gelsack. Was hier noch? Ich würde sagen, das war nicht schlecht. Habe ich gut gemacht. Boah, habe ich viel Salz. Sehe ich hier jetzt erst. Direkt zurück ins Lager. Sehr gut. Erster Magier. Und da war eben auch irgendwie eine Tür versperrt, wo irgendwie dran stand, du brauchst zwei Magier, ne? Zwei Magierherzen oder so. Eins habe ich ja jetzt schon mal. Levelaufstieg, let's go. Level 6. Fertigkeitbaum. So, was gibt es denn hier links noch? Wieder mehr ein, plus ein Stehvermögen, plus ein Stehvermögen. Ja. Leuchtende Lebenskraft, plus zwei Leben oder noch mehr Stehvermögen. Überzeugung hoch. Ich mach wieder Leben. 107 Leben. So, dann würde ich vorschlagen, ich mache mal hier ein paar Sachen weg, die ich sowieso nie benutze, wie das. Das brauche ich ja nicht die ganze Zeit. Und dann Giftbombe weg. Was macht das? Begießt noch einen Inquisitor, bei dem man als Mitglied der irgendwas Allianz eindringen kann. Ah, okay. So PvP-mäßig. Und goldene Kerze kann ich einrufen. Okay. Ich werde jetzt nochmal Aschenflug nach rechts gehen und einrufen. So, Abfahrt. Ah, ich komme langsam rein. Anfang war ein bisschen kompliziert. Goldene Kerze, Verbündeten suchen. Let's go. Wie heißt der? Der wird wahrscheinlich direkt bei mir gespawnt, oder? Der wird nicht irgendwo anders gespawnt. Das wäre echt komisch, wenn das so wäre. Was ist hier für eine Tür? Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Oh, was ist da passiert? Ich kann da rein. Ich, ah! Scheiße, habe ich ausgesehen. Was getrunken? War ich hier schon? Da, Wolf. Wolf Trieder. Moin, mein Junge. Wolf Trieder, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mein Jutster. Jägerdolch, Wurfmesser, geil. Was ist das denn hier? Ja, klar. Dämmerlichtorden. Okay.
Anscheinend ist dieses Ablassendertal, hallo, sowas wie mein Nexus oder wie mein, weiß das, Feuerbrandschrein. Ey, hier war ich aber schon. Ich weiß nicht, ob er weiß, wo wir lang müssen, aber ich laufe immer hinterher. Oh, vielleicht macht er den Großen weg. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Machst du den weg? Wenn du den nicht wegmachst, ich komme nicht an den vorbei, mein Jutzer. Oha, er macht Magie. Ach, guck mal, kommt noch einer. Wie viele Leute können denn kommen? Das ist ja geil. Er macht die mit Magie weg. Er steht da dumm. Aber wie viel Leben hat er? Das sieht man nicht. Tot. Wie viel gibt der? Boah, der gibt fast 200 oder mehr als 200. Zwei Herzen von namentlich bekannten Magiern. Ich habe eins. Okay. Oh! Das ist aber neu. Was ist das für ein Vieh? Müssen wir Angst haben? Kill den mal. Inquisitor vanquished, was? Wieso habe ich so viel Sheriff Inquisitor eingetroffen? Was passiert hier? Silber bekommen. Tot, tot. Was war das? Und wo ist dieser Gellisch? Und was ist gerade gestorben? Ich bin absolut verwirrt. Da oben wird es lang gehen, mein Jutzer. Nimm mal hier lang. Kratersteinminen. Ich glaube, hier bin ich ja nicht weiter, nicht wahr? Und hier war dann die Tür mit dem anderen Magier. Ah, guck mal, noch eins. Okay, das heißt, bei dem anderen braucht man insgesamt drei. Ich habe schon wieder so viel Salz. Ich würde am liebsten direkt wieder zurück. Kann ich das nicht auch? Okay, da gehen wir besser nicht hin, ne? Ich glaube, beim nächsten Obelisk gehe ich einfach zurück. Und gucke, ob ich leveln kann. Da oben ist auf jeden Fall was. Kommen wir bestimmt später wieder hin. Der trifft!
macht der? Was macht der? Hä? Was hat er gemacht? Aschenflug wieder. Obelisk, kann ich nach Hause? Ja, kann ich. Let's go. Guck mal hier. Ach, das sind nur so irgendwelche Tipps oder so. So Leveln? Levelaufstieg? Boah, drei Level. Oh, Fertigkeit bauen. Ja, wo war ich? Hier hinten. Moloch, Klasse 3. Alter, 2 Punkte Stehvermögen. Ne, guck, jetzt wird das schon, ne? Nicht ein Punkt, sondern. Aber es kostet auch 2. Mächtige Überzeugung. Ich gehe mal hier lang. Was gibt's hier? Ein Stärke. Ein Stärke gibt halt fast nichts, ne? Aber ich gehe hier lang. Ich weiß nicht, was da kommt, aber ich gehe hier lang. Was ist das für ein Riesenbaum? Guckt euch das mal an. Geisteskrank. Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge. Wenn euch das gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, um auch demnächst nichts zu verpassen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal bringen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.